Hallöchen, hier ist wieder euer Conny. Begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und wir machen hier weiter bei den Simpsons. Ist ja lange her, dass wir hier ein bisschen was rumgebastelt haben. Und heute geht's wieder los im neuen Jahr. Ich hab's ja gesagt vor Ewigkeiten, dass es ja wieder weitergeht. Und heute machen wir wieder da weiter, wo wir zum Schluss aufgehört haben. Und zwar bei unserer, ja, bei unserem Tintenfischhafen, um eher zu sagen. Genau, da machen wir heute weiter. Und zwar ist heute Plan. Ich zeige euch mal einen kurzen Einblick, wie ich die Promenade baue. Das müsste man sich dann aber auch noch einmal spiegelverkehrt denken, denn wir machen jetzt einmal hier, ja, ich weiß jetzt nicht, wie du das sehen willst, die linke oder rechte Seite, kommt immer darauf an, wie du einfach mal guckst von dir aus. So, ich würde mal sagen, wir machen hier einfach mal, wenn ich von vorne gucke, halt die rechte Seite. Ja, zeige ich dir einfach mal, wie ich mir das Ganze aufgebaut habe. Zum anderen möchte ich noch eins sagen, ich habe jetzt auch nach der ganzen Zeit auch mal überlegt, wie ich hier das weitermache beim Wasser und beim Strand. Ich wollte ja eigentlich auf der alten Version mir das, ich weiß nicht, warum ich die Idee hatte, aber ich wollte das so weit weghauen, dass man nur noch Wasser sieht. Ja, aber jetzt hier bei der neuen Version ist halt dieser Radius, wohin du gucken kannst, noch etwas größer geworden. Und da war früher auf der alten Version, wenn ich jetzt einfach mal hier auf die Straße hingehe, da sahst du das da hinten nicht mehr. Da sahst du da wirklich nicht mehr, da sahst du nur noch Wasser. Und jetzt hier bei der neuen Version kannst du natürlich noch viel weiter gucken. Und da habe ich mir jetzt den Plan gefasst, ganz einfach mal zu sagen. Ich mache jetzt den Strand nochmal auf der anderen Seite hin und sage mir da hinten, wo sich das Ganze halt verbindet, ich fliege da jetzt nicht hin, weil das ewig dauert, mache ich das einfach so rüber und dann machen wir auf der anderen Seite, wenn da natürlich auch der Strand ist, auch nochmal Häuser hin und so. Muss ich jetzt, sage ich mal, nicht das Wasser noch ewig lang weiter geradeaus ziehen und baue dann einfach auf der anderen Seite noch die Häuser rum. Ich sag mal, genug Platz dazwischen ist jetzt auch noch für Schiffe und so, die wir uns hier noch hinbauen. Das reicht völlig aus, kann man hier dann hier hochbauen alles. Und ja, das ist jetzt erstmal der Plan, den ich mir jetzt gefasst habe, dass ich darüber jetzt noch einen Strand hin mache. Und dann muss man gucken, was man denn da hinten weiterbaut für Häuser. Und dann gucken wir mal. So, aber heute geht es erstmal in der Folge drum, hier die Promenade. Ich würde dir nochmal einen Einblick zeigen, wie, ja, man sich das Ganze ein bisschen aufbaut. Ich verlinke dir auch am Ende der Folge, wirklich am Ende der Folge, Teil 1 nochmal vom Tintenfischhafen. Damit du dir den Anfang nochmal angucken könntest, wenn du das mal öffnen möchtest. Weil da habe ich das nochmal leichter vielleicht erklärt, wie wir angefangen haben mit diesem Bogen und alles. Und jetzt möchte ich dir nochmal hier das zeigen. Na, vielleicht ist das ein bisschen übersichtlicher, als wir angefangen haben. Okay, so, ich würde mal sagen, du hast natürlich dann auch schon hier ein bisschen was hingebaut. Und dann geht es einfach los. Immer ransetzen an der Promenade. Also bei mir ist das Feld immer 9, mal 9 kann man sagen. Also ich setze hier einfach mal ran. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 Blöcke erstmal gerade lang gezogen. Dann gehen wir einfach mal so nach vorne nochmal. Dann natürlich jetzt 8. Der eine zieht da mit schon. Also dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Sind das jetzt 8 jetzt aber? Ich bin gut. Ich mache mal von der anderen Seite. Einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, doch passt. Also, dann haben wir jetzt, sag ich mal, so ein Viereck erreicht, ne, was jede Seite halt 9 hat. So, da suchen wir jetzt einmal noch jeweils die Mitte raus. Ist eigentlich schnell zu finden. Zack, und dann machen wir das noch einmal hier dazwischen jeweils. So und so. Dann haben wir einmal so ein 9er Viereck, kann man sagen. Das macht man nochmal so ein Kreuz rein, dass wir nochmal weitere kleine Vierecke haben. Und daraus ist immer, sag ich mal, jede Promenadenstück aufgebaut. Das Ganze ist halt so ein bisschen inspiriert auch durch den Aufbau von der Spiele-App von den Simpsons. Wer das Ganze nicht kennt, jeder hat, glaube ich, ein Handy. Da musst du einfach mal bei Play Store mal reingehen und Springfield reinschreiben. Da findest du das Ganze. Ja, und da ist auch so ein bisschen hier die Stadt halt immer aufgebaut, nach den Gebäuden her. Ich richte mich ja immer so nach der Spiele-App oder nach den Serien. Und da gucke ich dann immer, was mir besser gefällt. Und dann wird das halt umgesetzt hier in Minecraft. So, okay. So, jetzt haben wir natürlich jetzt einmal so eine Fläche gebaut. Von der Höhe her, das musst du immer selber entscheiden. Ich sag mal, ich habe mich halt gerichtet nach hier, wie jetzt ja, hier, sage ich mal, bei mir, dass hier alles auf der Höhe ist, ne, jetzt wo die Höhe ist, dann ist auch die Promenade auf der gleichen Höhe. Ne, wie gesagt, da musst du dann gucken, wie tief du das dann machst, hier mit dem Strand und so. Na, da kann ich dir jetzt nichts vorgeben. So, okay, kommen wir jetzt hier nochmal zu. Also jetzt haben wir hier ein Kästchen, das heißt, das müssen wir nochmal ein Kästchen machen. Das heißt dann hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke wieder ansetzen. Hier machen wir jetzt auch wieder ein Viereck, das heißt jetzt einfach auch hier jetzt nochmal den 8 einfach mal hier lang ziehen. Jetzt können wir uns natürlich gleich hier dran richten. Ne? Ist halt gleich hier Länge. Dann machen wir das hier wieder einmal nach vorne weg. So, super. Danach, ich weiß nicht, ob du das immer gleich danach anmachen möchtest oder
machst du später, machst dann da immer noch dieses Kreuz einmal rein, ne, dass wir nochmal vier kleine Vierecke bekommen. Super. So, das war's eigentlich schon, kann man fast sagen. Das macht man sich eigentlich immer so weiter und weiter, weiter erstmal, den Schritt, dass man erstmal, das erstmal fertig hat und bevor wir dann, sag ich mal, die ganzen Stäbchen da reinstecken, damit das Ganze auch hält. So, mein Promenade ist das Ganze noch zweimal. Also ich sage jetzt, hier haben wir jetzt so zwei Kästchen gemacht, ne? Das machen wir jetzt hier noch zweimal weiter, weil meine Promenade ist, sage ich mal, drei Kästchen breit, kann man sagen. So, das mache ich aber schnell im Zeitraffer, weil das Ganze immer ewig lang dauert. Kleiner Tipp hier noch. Ich mache jetzt das Zeitraffer so, dass du vielleicht das auch als Vorlage nimmst, wie man sich ein bisschen Abziehen ersparen kann. Jetzt haben wir natürlich das hier einmal fertig gezogen, kurz. Wir sind noch nicht richtig fertig. Zur Mitte komme ich jetzt nochmal. Du hast gesehen, ich habe jetzt einfach mal hier zur Seite das einfach mal so weggezogen. Da hatte ich jetzt schon das Maß von der Länge und Breite her. Dann habe ich mich einfach nochmal hier an der Seite erstmal gezielt, das erste Kästchen mir anzuzeichnen, wo jetzt, sage ich mal, hier diese Strebe langziehen kann. Danach, um diese Kreuze zu machen, habe ich mich einfach hier nach orientiert, ne? Auch jetzt hier, um den Abstand zu haben, wo jetzt die Kästchen hier nochmal enden, dass ich hier nicht sehen muss, habe ich einfach mich drüben orientiert, das Ganze einmal rübergezogen. So, in der Mitte sollte natürlich jetzt hier noch so übelst breit sein. Hier wird natürlich diese kleinen Vierecke nicht aufgehen. Das hat halt der Grund. Wir müssen jeweils jetzt hier bei diesem mittleren Kästchen einmal natürlich an der Seite einmal noch eine dicke ransetzen und nochmal an den Seiten, weil das ist ja natürlich jetzt hier nicht alles auf 9 dick, ne? So, das heißt, wir müssen alle Seiten noch einmal ein bisschen dicker machen. So in etwa und dann passt das Ganze auch und dann können wir hier eigentlich optimal in der Mitte unser Kreuz setzen und dann geht das Ganze auf. So, wenn wir das Ganze geschafft haben, geht es jetzt auch einfach gemütlich weiter und zwar nun fangen wir an mit den ganzen Stäbchen setzen. Es ist eigentlich ziemlich leicht. Gut, ich habe mir das hier unten schon markiert, aber darauf einfach nicht achten. Also wir fangen ganz einfach erstmal an, immer mit Massenarbeit. Das heißt einfach mal, den ganzen Kreuzen, die wir haben, machst du die Mitte weg. Und in der Mitte fliegst du runter und setzt hier einmal so eine Stange rein. Das machen wir erstmal überall. So, dann haben wir das, den ersten Schritt erstmal geschafft. Ich lasse auch immer so erstmal offen noch hier oben. Eigentlich machen wir das dann zu am Ende mit so einer Fichtenholzstufe, Block, wie du es ja gerne sehen möchtest. Aber ich lasse mir das erstmal auf, damit halt man noch so eine kleine Übersicht hat, wo man schon alles was hingesetzt hat. So, kommen wir weiter zu den Seiten jetzt erstmal. Wir fangen einfach mal, ja, welche Seite du jetzt nimmst. Ich nehme jetzt einfach mal diese Seite hier. Und da richten wir jetzt auch nach dem Kreuz. Hier an der Seite vom Kreuz, jeweils die Mitte einmal von dem hier, schlagen wir weg. Dann machen wir auch hier nochmal. Zack und zack. So. Das gleiche sind, ja, synchron einfach mal auf der anderen Seite. Ne? Hier zwischen denen immer, zack, einmal weghauen. Zack und zack. Super. So, hier gleicher Schritt. Setzen wir einfach mal die Stäbchen rein. Wenn du jetzt, sag ich mal, nicht noch mehr Plattformen in die eine Richtung basteln willst, dann kannst du das Ganze auch einmal nach oben überstehen lassen, weil das ist ja auch gleich das Geländer, damit uns ja keiner hier von unserer Promenade runterfällt und dann ins Wasser fällt. Wir wissen ja nicht, was hier in den Gewässern alles rumschwimmt, besonders in Minecraft zieht da ja bestimmt auch einiges ein. Jetzt mache ich schon zu viel. Nein, machen wir noch nicht. Okay, so, kommen wir noch immer zu den Baumstämmen. So, weiter geht's denn, würde ich mal einfach sagen. Ja, müssen wir hier auch nochmal machen. So, okay, jetzt geht's weiter. Also, nehmen wir mal kurz gucken, ja. So, der nächste Schritt sind weitere Stäbchen zu ziehen. Darum meinte ich auch zum Anfang der Folge, guck dir nochmal Teil 1 an, weil das ist immer ein bisschen anders. Wir haben ja jetzt hier die rechte Seite. Und da machen wir einfach auf der rechten Seite von der Promenade. Immer wenn wir jetzt hier nach außen bauen, wir haben ja immer hier diese Zweierdicke, weil diese Zweierdicke immer zu dem so nach innen liegenden Promenadenstück, immer schlagen wir hier die Mitte einmal weg. Das hat halt die Folge, wenn er hier am Ende irgendwann das Ende kommt, dann haben wir natürlich jetzt hier beim ersten dann natürlich auch die Pfeiler, ne? Und wenn wir jetzt auf die andere Seite bauen, dann müssen wir es natürlich eigentlich auch auf der Innenseite bauen, aber wenn es in die Richtung geht, natürlich dann auf dieser Seite, ne? Dabei dann am Ende ja dann auch die Pfeiler nach außen werden. So werden sie, sage ich mal, nicht ganz nach außen. Würde ich jetzt, sag ich mal, immer nach außen bauen, ne? Dann wird es halt hier nicht aufgehen, weil dann werden sie ja irgendwie in der Luft. Ich hoffe, das hat man irgendwie so verstanden. Ja, das ist einfach ein Spiegelfeld in eine andere Richtung. So, und das machen wir, also sage ich mal, hier auch immer zu. Können uns einfach ausrichten hier vom Kreuz. Ne, immer gleich hier, erste Reihe, gleiche Richtung. Einmal die Mitte hier wegschauen. So.
und das gleiche Spiel nochmal hier. Ne, wir gucken mal. Zack. Hier einfach mal die weghauen und hier hinten dann auch nochmal. So, Massenarbeit. Ziehen wir alles hoch. Vorab noch, wenn du jetzt, sag ich mal, den Pier erstmal noch nicht weiterbauen möchtest und auch kein Geländer hinmachen möchtest, weil du noch nicht weißt, ob das dann mit den Gebäuden passt, dann lass einfach mal die Baumstämme auf die gleiche Höhe wie jetzt vom Promenadenstück. Das mache ich eigentlich auch immer, um dann zu wissen, wo ist nochmal der Ansatz, wo kann ich nochmal gucken, wie, ob das passt oder so. Darum mache ich das meistens. Nur so ein kleiner Tipp wieder, ne? Kannst ja vielleicht auch machen. So, ich hoffe, ich habe jetzt überall was reingesetzt. Sieht aber so aus. Okay, nächster Schritt wäre jetzt, wir setzen noch eine weitere Pfeilerei. Jetzt kommen wir natürlich auch wieder hier mal zur Seite. Also wir haben ja da vorne jetzt die Vorderseite, die natürlich zum Land ist, und natürlich die Wasserseite. Bei der Wasserseite gehen wir jetzt einfach mal so dahin, gucken jetzt über den Kreuzen und schlagen jetzt jeweils, wir hatten ja gleich das gleiche Spiel gemacht, jetzt nach außen weg, jetzt zum Landinneren, schlagen wir jeweils bei den Kreuz die erste Reihe hier mal weg. So, das machen wir hier überall einmal hin. Zack, zack, zack. Hier vorne dann auch nochmal. Geht natürlich genauso auf, jetzt hier zur Seite weg. Dann sage ich mal, der Innere wäre dann natürlich auch hier. Und so, dass, sage ich mal, die Pfeiler nicht in der Luft stehen, sondern wirklich dann hier auch schön gerade abschließen, machen wir das Ganze mal. So, das müssen wir hier natürlich auch nochmal machen. Und dann heißt das hier auch, setzen wir die Pfeiler noch einmal rein. So, optimal. Dann sind wir jetzt eigentlich auch schon so gut wie fertig. Du siehst, ich lasse meistens auch immer so, da sage ich mal, der nicht genau oben abschießt, sondern so einfach eine runter ist. Das hat einfach nur den Grund, damit ich halt genau weiß, wo habe ich schon was hingesetzt und wo fehlt noch was, ne? So, um das Ganze dann abzuschließen, hole ich mir einfach mal den Block davon raus, weil ich habe jetzt keine Lust, immer zweimal Stufen hinzusetzen. Und danach, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt überall Pfeiler hingesetzt, wo sie hin sollen, können wir die einfach hier einmal komplett zumachen. So, wenn wir das alles einmal verduscht haben, kann man das gleiche Spiel auch nochmal hier machen. Denn ich sag mal, diese Markierung können wir jetzt einfach mal wegmachen. Und tauschen das einfach mal aus, denn hier, blub, durch den Fichtenblock. Super. So, zum grünen Abschluss kannst du jetzt entweder dir aussuchen, machen wir erstmal das Geländer fertig oder einfach jetzt erstmal hier die ganzen Dinger zu, denn das kann natürlich hier zugemacht werden. Wenn du dir natürlich jetzt die Massenarbeit machst, kannst du das Ganze natürlich noch offen lassen, damit dann vielleicht das Gedächtnis noch ein bisschen... Das sage ich mal, das vielleicht noch ein bisschen leichter immer noch zu behalten wäre, ne, wie das Ganze aufgebaut ist. Denn ich selber musste mich auch erstmal wieder einfuchsen, als ich mir dachte, hey, das erkläre ich euch nochmal. Denn als ich mir das nochmal ein bisschen genauer angesehen habe, habe ich auch gesehen, ich habe selber auch wieder gemacht bei dem, was ich schon hingebaut hatte. Und da dachte ich mir auch, uff, da muss ich ja auch erstmal aufräumen. Ich habe jetzt alles aufgeräumt und jetzt kann man hier natürlich alles super optimal hier nach und nach bauen. Geschafft. So, alles einmal ausgefüllt. So, der nächste Schritt ist natürlich jetzt das Geländer setzen. Nehmen wir einfach mal Schwarzeichenzaun. Ja, verwende ich jetzt einfach mal dafür. Das setzt man sich ganz gemütlich, einfach mal ganz easy hier dazwischen immer hin. Und wenn man das geschafft hat, nimmt man sich noch Holzknöpfe raus. Ne? Die nehmen wir uns einfach mal. Und die platzieren wir auf den Baumstamm rauf. Es weiß, irgendwann soll noch ein Update kommen, dass wir noch verschiedene Holzknöpfe kriegen. Vielleicht gibt es ja noch optimalere dafür. Dann könnte man das natürlich jetzt ändern oder einfach erstmal noch weglassen und warten, bis die da sind. Und es ist mir aufgefallen, man kann Knöpfe auf Zaun platzieren. Jetzt weiß ich nicht, ist das jetzt nur wegen der neuen Version oder ging das auch auf der alten Version? Das habe ich jetzt nicht getestet. Frage an dich, geht das schon immer, Knöpfe auf Zaun zu platzieren? Weil dann könnte man damit ja auch mal versuchen, irgendwas Cooles zu zaubern, ne? Da kann man bestimmt coole Sachen draus bauen. Naja gut, so, das machen wir nochmal auf der anderen Seite. So, haben wir hier auch nochmal gemacht. So, der nächste Schritt ist jetzt noch so ein bisschen Deko-Sache. Ist jetzt auch wieder ein bisschen was aus der Spiele-App-Variante. Da gibt es auch so in der Art was. Das fand ich relativ cool. Und weil es halt natürlich von den Simpsons ist, müsste ich das natürlich auch hier hinbauen. So, ich dachte mir einfach mal, ich erkläre dir nochmal kurz den Aufbau davon. Ja, wie du anfängst, ist ganz eigentlich dir überlassen. Ich habe mich natürlich hier von der Mitte aus gerichtet, dann hier natürlich gleich so angefangen, ne? Ja, das mache ich dann hier, habe ich mir mal lang gezogen, mir mal so die Abstände mal so geguckt, wie ich das mache. Bei mir ist immer so, von einer Laterne Abstand zu so einer Bank sind immer 5 Blöcke. So habe ich mir einfach mal das Maß gemacht, einfach mal 5
Blöcke Abstand von einer Bank. Dann geht es auch los, der erstmal mit einer Bank, wie eine Bank geht. Erstmal eine Stufe hin, denn eine umgedrehte Treppe, Stufe, umgedrehte Treppe, natürlich dann so, dass der Rücken nach außen weg ist. Und dann da nochmal eine Stufe ran. Und schon ist die Bank fertig. So, dann kommt natürlich einmal noch so eine Laterne hin. Auch hier wieder 5 Blöcke Abstand. Jetzt ziehe ich einfach mal 1, 2, 3, 4, 5. Beim 6. dann natürlich, ne, einmal hinsetzen, dass wir 5 Abstand haben. Einmal ja, Mauer hin, denn Eisen geht da rauf. Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht die Höhe. Da müssen wir mal kurz ein bisschen Maß gucken. Ich glaube, das war die Höhe hier. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Blöcke also hoch. Ja, aber das ist auch, wie gesagt, da musst du gucken, wie du dir immer das gerne hochmachen möchtest. Dann noch eine Lampe rauf. So einen Sensor rauf, damit das natürlich hier auch an- und ausgeht, ne? Bei Tag und Nacht. An den Seiten dann noch ein paar Halterungen für unsere Blumenkästen. Du kannst jetzt das Ding, also so Blätter nicht gleich daran platzieren. Kleiner Tipp, nimm einfach die Eisengitter dafür, dass du die Blätter dran setzen kannst. Na, wenn man natürlich trifft, man muss treffen. So, geschafft. Super, so, und dann haben wir hier natürlich auch wieder eine Laterne fertig. Ich ziehe jetzt hier das noch nicht weiter, denn ich denke mal, das mache ich weiter, wenn dann hier auch die Promenade weitergeht. Aber jetzt habe ich wieder genug Bauplatz für das nächste Gebäude. Das habe ich auch schon in petto. Ich habe jetzt erstmal, wie gesagt, erstmal überlegt, was kommt jetzt. Und dann dachte mir erstmal das. Jo. Ja, so, die erste Folge Simpson wieder nach langer Zeit ist zu Ende. Freunde, ich versuche in Zukunft die Folgen ein bisschen kürzer zu halten. Ich sehe jetzt schon wieder auf mein Tacho hier schon wieder 20 Minuten. Mal gucken, wie das Ganze aussieht, wenn es fertig geschnitten ist. Weil ich habe einige Nachrichten immer wieder mal gekriegt, dass ich die Folgen, sag ich mal, zu voll packe mit Sachen, dass man das nicht mehr so ganz und gar versteht. Von daher werde ich versuchen, in Zukunft das Ganze ein bisschen kürzer zu halten. Auch wenn es mal doch mal wieder 20 Minuten werden sollte, so eine Folge, denn versuche ich nicht zu viel und zu viele kleine Sachen da reinzupacken. Aber trotzdem, so ein kleines Gebäude wie jetzt hier in der Promenade, das sollten wir schon hinkriegen in einer Folge. Ne, da mache ich jetzt nicht 100 Folgen draus, sondern auch schon eine oder zwei Folgen. Ne. Für die Innenrichtung kommt dann natürlich eine zweite, aber naja. Ja, ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Teil wieder von unserer Promenade. Da kommt wieder ein Gebäude. Der zeige ich auch noch von der Malaria-Zone, die Inneneinrichtung. Die hatte ich letztes Mal noch gar nicht gezeigt. Das zeige ich heute auch nicht. Das kommt dann beim nächsten Gebäude. Dann finde ich das so ein schöner Übergang immer. Und dann, ja, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. So, ich ziehe die Folge jetzt nicht ins Längere. Also sage ich einfach nur eins. Und zwar, ich stehe safety. Und wenn ich safe stehe, dann war es das Ganze hier von mir. Und dann sehen wir uns zur neuen Folge wieder. Und dann haut's rein. Und tschüss.